Bei einem etwas neueren Spiel. Wäre das dann eher so eine Sache. So, jetzt gucken wir mal nach Osten. Was es da so gibt. Oh, ein zerklüftetes Gebiet. Wo wir Beinahe auch unter meiner wieder Würde. vielleicht was Interessantes finden können. Solange wir nicht zu nah an den Turm kommen. Aber wir haben das Gebiet schon mal auf unserer Karte vermerkt. Und wir sind fast durch. Ja. Sehr, sehr schön. Sind wir aber wieder fast bei dem Hobgoblin-Lager. Gucken wir mal, ob sich da wieder Hobgoblins eingenistet haben. Ich höre schon mal keine Grunzen oder Schreien. Das ist eigentlich lustig, dass das Feuer noch brennt. Aber ja, wie gesagt, ist ein altes Spiel. Da darf man jetzt nur nicht so viel davon erwarten, dass sich das jetzt gemerkt hat, wann wir die Hobgoblins da getötet haben und dass da jetzt eigentlich das Feuer aus sein sollte. Obwohl, vielleicht haben neue Hobgoblins jetzt andere Hobgoblins jetzt wieder angezündet und sind dann einfach wieder auf die Lauer gegangen. Wir haben ja hier hinten Hobgoblins getötet. Vielleicht haben die es ja wieder angezündet. Wir werden es nie wissen. Nie erfahren. Weil wir haben das Gebiet abgeschlossen. Wir werden es jetzt wahrscheinlich nicht mehr so schnell wieder besuchen gehen. So, das da können wir uns eh nicht angucken. Ja, wieder ein Gebiet abgeschlossen. Und ein sehr hübsches Gebiet eigentlich. Auch wenn es sehr durchwachsen ist. Also hier zerklüftet und alles. Hier schöne Wälder, da ein paar Blumen. Mal sehen, wie es im nächsten Gebiet so aussieht. So, das ist eins im Norden. Ja, hier haben wir das alles zu erkunden und das Fitzelchen. Ich würde sagen, wir erkunden erst das Fitzelchen. Nichts leichter als das. Und dann das große Gebiet. Hier ist es auf jeden Fall schon mal wieder waldiger. Also grüner, besser gesagt. Und wie man unschwer erkennen kann, sind wir direkt südlich von Berikos. Das sind so kleine Details in dem Spiel. Die mag ich einfach. Das ist übrigens die Straße, wo wir das erste Mal einem Söldner der flammenden Faust begegnet sind, der uns. Oh. Leck. Leck ist nicht so toll. Ja, der Quicksave scheint es behoben zu haben. Gut, wenigstens etwas. Ja, genau. Einfach gehen Norden weiter. Und damit haben wir das Viertelchen schon mal aufgedeckt. Wir können jetzt einfach nach Berikost weitergehen. Aber nein. Mama hat gesagt, wir sollen nicht mit Fremden reden. Schellig, lasst mich in Ruhe. Ich sammle Obst für meine Mama. Auch dieses kleine bisschen hilft uns weiter, hat sie gesagt. Also helfe ich mit. Der Kleine sollte nicht allein im Wald sein. Ist es für euch nicht gefährlich hier draußen? Wissen eure Eltern, wo ihr seid? Mama denkt, dass ich bei Betsy Finkel zu Hause bin und spiele, aber deren Großmutter riecht immer so komisch, dass ich da nie hingehe. Ja, Kinder, sind immer ehrlich.
Das habe ich Mama nur gesagt, damit sie sich keine Sorgen macht. Ich pflücke jetzt Beeren oder Obst, dann kann Mama davon Torten backen und die verkaufen. Mir passiert nichts, weil ich klein und schnell bin. Oh, der haut ab. Ja, gleich müsste er verschwinden. Genau. Das ist auch so eine Sache von dem alten Spielen, dass da einfach Leute Puff machen und sich in Luft auflösen. Und ja, ich habe gerade über stark bewaldete Gebiete gesprochen. Hier haben wir so eins in der Richtung. Wen wir immer noch nicht gefunden haben, übrigens, ist Hauptmann Brage. Der wird in Nashkel ja gesucht. Er ist ein amnischer Soldat, der verrückt geworden ist. Ein amnischer Hauptmann sogar. Oh, ein Haus im Nirgendwo. Ein untergegangenes Haus. Ich habe keine Ahnung, wie lange es schon leer steht. Oh, das hat der Sumpf geholt. Kameradschaft, Abenteuer und das Klären von Schwertern. Der Stoff aus dem Legenden sind nicht wahr, wo? Wir sind hier also im Grenzgebiet der Stadt und hier hat sich ein kleiner Sumpf breit gemacht. Ein düster Schrecken. Ja, mit einem Düsterschrecken können wir es zum Glück noch leicht aufnehmen. So, genau, der platzt einfach mal. So, nimm seine Halskette an dich. Und ja, wir gehen immer von... Habe ich jetzt eigentlich geguckt, was hier drüben ist? Nein, habe ich nicht. Ich habe auch nicht geguckt, was hier östlich vom Berikost ist. Übrigens. Dann sollten wir mal kurz nach... Obwohl, wir können ja vom dem Gebiet östlich von Berikost dann gucken, was hier im Osten ist. Also hier. Weil was hier ist, weiß ich einigermaßen. Dort ist nämlich der Tempel von Berikost. Ja, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ein etwas größerer Tempel als der in Nashkel. Verschont keinen. Hallo Hauptgoblin Elite. Verschont keinen. Au. Kalitz ist vergiftet. Günner hier entfernt das Gift. Sehr gut. Also ja, Gift verlangsamen kann leichtere Gifte, wie jetzt zum Beispiel... das Gift, Waffengift von Hobgoblins einfach neutralisieren. Ja. Stärkere Gifte, wie zum Beispiel ja, Wyvern-Gift. Es gibt ja, glaube ich, giftige Wyverns. Können wir, glaube ich, nicht so einfach mit Gift verlangsamen loswerden. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Oder anderes heftiges Gift. Also Spinnengift dürften wir damit auch noch wegbekommen. Das ist ja so das harmloseste Gift, glaube ich, hier. Aber wenn es in der Realität etwas anders aussieht. Da sind Spinnen teilweise tödlicher als Schlangen. Nichts leichter als das. Was? Gerade die kleinen Spinnen. Je kleiner die Spinne, desto tödlicher ist sie. Ein einzelner Hobgoblin. Nein, da sind mehrere. Du siehst sogar etwas komisch aus. Ja, du bist grün und hast sogar einen grünen Schriftzug. Und bist grau im Gesicht. Hast du was Besonderes dabei? Ja, Stiefel. Was wollt ihr? Noch was für dich zur Identifizierung. Beinahe unter meiner Würde. Noch eine Zauberformel. Etwas Geld. Ach, Lebensentzug. Das ist einer der Gründe, warum Xar
oder wie er heißt, nicht gerade so ein toller Magier ist. Also der Typ, den wir bei Malahi als Gefangenen gefunden haben, dem ich seine Mondklinge zurückgegeben habe. Der kann nämlich keine magischen Geschosse, der kann nur den Lebensentzug. Was ihm nicht gerade zum tollsten Magier macht. Muss ich ehrlich sagen. So, weiter nach Norden. Weil magische Geschosse nicht können, macht er jetzt einem sehr schlechten Magier, ehrlich gesagt. Also ist meine Meinung. Magische Geschosse machen nämlich so viel Schaden und unterbrechen den Gegner und sind so schnell gezaubert und kommen immer durch und so weiter und so fort. Lebensentzug ist nur ein Witz. Ich habe einmal versucht, mit Zahl in der Gruppe zu spielen. Der hat echt nichts reißen können. Mit seinem schwachen Lebensentzug. Also mit dem Feuerpfeilen, die er lernen konnte, im Gegensatz zu Dina hier, die kann nämlich leider kein Feuerpfeil lernen, nur den Feuerball. Was auch nicht schlecht ist, wenn man weiß, wie man damit umgehen muss. Ja, war... der Magierleiter nicht so der Renner. Und ich glaube, Xar war der Nekromant, den ich verärgert habe. Der mich so falsch überreden wollte, ihn zu begleiten. Ich bringe die Namen teilweise etwas durcheinander, verzeiht mir. Auf jeden Fall, ich meine den Magier in den Minen von Nashkel. Der bei Malahi, dem ich die Mondklinge gebracht habe, der immer so pessimistisch ist. Ja, Kumpel? Oh, wer bist du denn? Seid mal ganz ruhig, könnt ihr es nicht riechen? Oger direkt im Wind, zwei vielleicht auch mehr. Ihr könntet sicherlich noch... Mir scheint, ihr macht eure Sache sehr gut. Wisst ihr etwas über die Eisenkrise? Ich könnte sicherlich noch einen talentierten Jäger gebrauchen. Was sagt ihr dazu? Nein, ihr scheint euch in diesem Gebiet recht gut auszukennen. Wisst ihr etwas über die Eisenkrise? Die Politik und der ganze andere Scheiß sind mir völlig egal. Den ganzen Mist sollte man doch den Schwein zum Fraß vorwerfen. Das Ganze mit Metall am besten auch noch, wenn es nach mir ginge. Das brauche ich für die Jagd nicht und zum Töten erst recht nicht. Brauche ich auch nicht, um die Uhr zu riechen. Wenn ihr meinen Rat hören wollt, haltet eure Waffen bereit. Da sind in Wirklichkeit gar keine Oger, soweit ich weiß. Der will nur angeben und Panik machen. Und wenn da doch Oger sind, dann bin ich überrascht. Also ist Talisa überrascht. Weil die traut dem Braten auch nicht ganz so. Gut. Und noch einen Streifen, den wir abgeben müssen, dann haben wir das Gebiet auch erledigt. Und damit haben wir bis auf das Gebiet zwischen freundlichem Arm und Berikos. Oh. Hauptgoblins. Die sehen wieder normal aus, mit rotem Gesicht. Und irgendwie Ogergelb. Ockergelb. In ihrer Uniform. So. Die geben wenigstens auch ein paar Erfahrungspunkte. Oh, Freundschaft. Freundschaft müsste Dina ja belernen können, weil es ein weißer Zauberspruch ist. Den kann sie aber wahrscheinlich schon. Nein, kann sie nicht. Und sie kann ihn auch nicht lernen. Das ist wieder Verzauberung. Bezauberung. Okay. Ja. Gut. Jetzt noch einmal diese Strecke nach Norden abgehen.